Ja, moin und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im Oldtimer Let's Play, im SP und wie ihr es euch auch nennen wollt. So. Oh Mann. Get away! Gehen wir zuerst das Feld 10 düngen. Haben ja gestern gesagt, wir müssen düngen gehen, sind schlafen gegangen und jetzt erst am Morgen. Gestern war es schon dunkel, das bringt nichts mehr, Leute. Nee, das machen wir uns nicht an. So. Ja, das war die falsche Taste, auf jeden Fall. Wir nur mal kurz die erste Bahn so circa ausrechnen, Leute. Gehen wir mal wieder in die Innenansicht. Gut, streut das schön aus hier. Bringt das überhaupt was? Jo, perfekt. Wir müssen ein bisschen rüber. Ich hoffe, wir müssen keinen Pflanzenschutz dieses Jahr schon ausbringen. Das wäre, ey, derweilig, Leute. Und unsere Kornkreise. Wir drehen unsere Runden. Also zwei Felder, denke ich, kriegen wir voll mit dem Dünger. Es könnte ja auch sein, dass wir die drei voll kriegen, weil wir erst 80 Liter verbraucht haben. Oh, da ist mir was passiert. Das sieht doch ganz, ganz gut aus. Das darf ja eigentlich zum Beispiel, ich glaube, das ist sogar unser größtes Feld. Das ist jetzt nur eine Theorie von mir, dass das unser größtes Feld ist. Hä? Wo ist denn hier? Jetzt Düngung. Ah, scheiße. Ich habe gerade Müll gedüngt. Das Feld, wo ist das kleinste? Das muss ich euch nicht erklären. Das ist auf jeden Fall das Feld. Mann, ist das eine Umgewöhnungssache. Mann, wo ist denn. Ah! Schade! Es ist halt. Es ist halt extrem tricky in der Innenansicht.
aber das passt nicht schlecht, Leute. Weil ein paar Stellen, das ist ja eigentlich nicht schlimm. Das ist halt das Schöne, jetzt haben wir es bevor der Aussaat gemacht, ist schon eine Düngestufe. Jetzt sehen wir aus, dann sind immer noch die Ente. Dann fahren wir nochmal mit dem Düngestreuer drüber. Ist schon die zweite. Und dann, wenn ist es einmal gewachsen, ist es dann schon die dritte. Wenn wir nochmal mit dem Düngestreuer übergehen, dann. Also wir sehen. Mann, das ist nicht gut. Ich habe eine Rüde im Hals. Mal wieder. So, ich hoffe jetzt besser. Ja, nee, das passt nicht. Auf jeden Fall müssen wir nochmal zwischen tanken, kann man auch so benennen. Also das Feld und das andere, das Feld 11, das wäre mir Trille, wenn man das hinkriegen könnte. Aber es sollte eigentlich kein Ding sein. Sollte eigentlich passen. Also der Johnny macht seine Arbeit richtig gut. Ich habe gerade den 4x4 drin. War eigentlich sinnlos, Leute. Wir rausnehmen. Sonst geht er uns noch kaputt, wenn wir auf die Straße gehen und wir den, ja, zwar ist es jetzt bei älteren Maschinen, ist es nicht so wild, aber trotzdem, es macht nicht gut. So. So, jetzt einmal hoch und dann haben wir es schon. Schön mittig fahren. Oh, alles mit. So, so ungefähr ist die. Ich fällt hier gedüngt. Ah, perfekte Sache. Jetzt können wir mal kurz aussteigen, können wir mal gucken. Ja. Falsche Taste gekommen. So, das Feld hier hat 3,3 Hektar. Ich glaube, das ist unser größtes. Gehen wir mal Schnucks gerade zum Feld 11 runter. Feld 11 runter und dann hier vorne raus und dann alles gerade. Ja, und dann nehmen wir das Feld noch und dann gehen wir zum Hof, füllen den Düngestreuer auf, machen kurz das Kleine da rum. Das Blöde ist. Wir haben immer noch nicht getauscht. Mann, oh Mann.
Oh, und der Tierwagen. Oh, ich habe alles vergessen. Ja. Wenn wir mit dem Feld fertig sind, dann gehen wir kurz mit dem Jeep rüber. Fragen danach, ob er was hat. Wenn ja, bezahle ich den gleich. Mal gucken. Und wir gehen vorne rein in die offizielle Einfahrt, Leute. Mal gucken kurz. Ah ja. Das wusste ich jetzt aber wirklich nicht. Wir kommen hier nie hin mit dem Dünger. Da müssen wir ein bisschen produktiver fahren. Wenn wir produktiver fahren, dann geht's. It's not really. Das Feld ist zum Glück schön, wunderschön gerade. Auch mal sagen. Fett ist nicht breit, das ist auch das Schöne. Das ist schön gerade gezogen. Längs gezogen, besser gesagt. Da zwar ein paar Wölbungen drin, da ein bisschen hügelig. Auch mal genannt. Der GPS ist nicht an Bord, es ist halt ein älterer Träger. Was willst du da mit GPS anfangen? Also, wir müssen etwas mit. Ich glaube, das Feld 46 sehen wir sogar mit Gras aus, Leute. Das ist die ganze Zeit eine Überlegung, irgendwas mit Strom haben. Und dann noch gucken, was die noch brauchen. Ja, wir können mal auf der Geraden gehen. So, mal gucken, was sie gebrauchen können. Ja. Oh Gott. Ja. Milchration, das wissen wir. Wasser, das ist ja kein Ding. Stroh ist auch kein Ding. Heu, Silage oder Heupellets, das ist ja auch kein Ding. Gras, das ist ja auch. Normalerweise sollte das ein Problem geben. Ich glaube, wir machen am besten Silage. Leute, das ist halt das Beste und deshalb. Wäre es halt fast besser, wenn wir dem Händler fragen, ob er uns was leihen könnte. Ich meine jetzt leihen in dem Sinn, leihen in dem Sinne, Leute, dass also ich meine leihen in dem Sinne, das darf doch nicht wahr sein. Mal kurz. Wieder was vergessen. Das ist perfekt. Nee, das ist alles gut. In dem Sinne leihen.
Ein Häcksler. Weil wenn er einen Häcksler hätte, könnten wir oben das Feld mit Mais ansehen und das runterhäckseln. Dann hätten wir ja Silage. Vielleicht ins große Silo reinwerfen und dann Silage draus machen. Meiner Meinung nach fast gut. Und ist mal wieder da. An der Stelle. So, mal gucken, wie weit wir mit dem Dünger kommen. Das Feld ist ja schon ziemlich gedüngt, Leute. Weil eben das ist ja die Länge. Das Feld ist ja eigentlich nicht mal so großartig. Ach, ein bisschen raus. Können auch ein bisschen rausgehen. Weil sonst, komm. Also wir jetzt halt noch was stehen. Kein Ding. Wie schon gesagt, von der Breite ist es nicht breit. Aber von der Länge ist es halt unglaublich. Ja, auch jetzt so schön schräg rüber. Einmal runter, dann können wir mal gucken. Dann ist es schon ziemlich. Aber wir sollten noch einmal runter, einmal hoch. Ich sollte jetzt noch packen. Auf das Feld wäre ich sogar was drauf zu machen ohne Stroh. Weil, naja, Leute. Stroh. Stroh. Mit einer Rundballenpresse. Da ist zwar was okay. Das habe ich ja schon auf jeden Fall ziemlich, Leute. Zwar, das ist halt auch was Schönes. Das sind alles schön gerade Bahnen. Könnte es jetzt mit zum Beispiel mit einer. Ich hätte eine Presse gefunden, aber ich weiß halt nicht, ob der das was hat. Also, ich hätte was im Kopf. Wo könnten wir die Rundballenpresse eintauschen? Er hat zwar gesagt, die hat er erst frisch, die Rundballenpresse, aber Leute, wenn ich was Besseres gefunden habe, warum denn nicht das Bessere? Warum denn nicht das Bessere? So, das wäre so eine kleine Quaderballenpresse, aber wirklich, die lässt so ganz kleine Ballen raus. Das ist sehr was Schönes. Und ich bin mir halt immer überlegen, dann könnte man da ein 1 zu 1 oder sogar noch was Kleines drauf zahlen. Dann wäre ich sogar dafür, weil dann ist es ja ein Problem mehr. Also, ich habe sowas im Kopf mit drauf. Wo sollten wir noch kommen? Oh, schade. Ich speichere jetzt mal wieder. Eine kurze Ewigkeit, Leute. Ah ja. Okay. Ah, jetzt wieder da. Scheiße. Entschuldigung, Leute. Bin gerade rausgetappt irgendwie. Mittendrin, deshalb ist es nicht weggegangen. Ja, die Folge wird ein bisschen länger werden, aber egal halt. Ist ja halt nicht so wild. Ja. Wie schon gesagt, Leute, ja, mal gucken. Wie schon gesagt, das sieht schon ziemlich gut aus. Ich glaube, wir müssen noch mal einmal runterfahren, aber dann mache ich das halt kurz auf Screen, das ist ja kein Ding.
Weil ich kann es kurz ohne Kamera. Das fällt noch und das fällt da oben. Kurz, das ist ja kein Ding, Leute. Dass ihr nicht immer das gleiche sieht. Jo. Aber meine lieben Freunde der Natur. Die Felder sind auf jeden Fall schon mal gedüngt, wenn ihr entschaltet. Ich würde an der Stelle nicht mehr so lange schnatzen. Und ich würde euch schon das nennen wie. Liebe Freunde, ich würde einfach an der Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Ein Abo da lassen. Wäre ich ziemlich zufrieden. Und ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.